Hallo Freunde, leider ist die Welt sehr grausam. Unsere heutige Geschichte stammt aus dem Internet, in dem wir viel Lehrreiches finden können. Leicht lahmend ging eine rothaarige, zottelige Hündin die Straße entlang. Ihr war kalt und sie hatte das Gefühl, satt zu sein, längst vergessen. In der Hoffnung, etwas zu finden, das den Hunger zumindest für kurze Zeit stillen kann, ging sie auf Nahrungssuche. Die Hündin lief um die Ecke eines Hauses, bei dem ein Müllbehälter stand. Sprang hinein, fing an, im Müll zu stöbern, fand etwas und fraß alles auf der Stelle. Kurze Zeit später wanderte die Hündin die Straße hinunter, erreichte ein Holzhaus, näherte sich dem verlassenen Gebäude und schlich sich hinein. Hier warteten ihre Welpen ungeduldig auf sie. Sie waren noch sehr klein, kleine Fellknäule sozusagen. Die Welpen liefen zu ihrer Mutter und winselten. Einer von ihnen versuchte sogar zu knurren. Die Hundemutter leckte ihnen mit ihrer Zunge das Fell glatt. Dann legte sie sich auf das Stroh und ihre Jungen kamen näher, plumpsten auf ihre Bäuche und begannen Milch zu saugen. Sie hatten ihre Mutter und mehr brauchten sie nicht. Sie wird sie füttern, wärmen und beschützen. Die Hündin sah mit geschlossenen Augen einen Traum, in dem es viele Würste gab, die sie gierig fraß. Als sie satt waren, schliefen die Welpen, ihre Schnauzen an den Bauch ihrer Mutter gedrückt, ein. Am frühen Morgen verließ die Hündin auf der Suche nach Nahrung das Gebäude. Sie lief ruhigen Schrittes durch den Schnee und hinterließ Spuren mit ihren Pfoten. Plötzlich sah sie ein kleines Mädchen, das einen Burger aß, und rannte zu ihm. Nachdem die Hündin mit klagenden Augen zuerst das Mädchen und dann den Burger ansah, verstand das Mädchen, dass dieses unglückliche Tier versuchte, von ihr Essen zu erbetteln. Da warf sie ihm, ohne nachzudenken, ihren Burger hin. Die Hündin schnappte augenblicklich das hingeworfene Stück und lief um die Ecke des Hauses. Es schien ihr, dass es dort sicherer war, diesen, wenn auch kleinen Happen zu fressen. Der schmeckte ihr sehr, denn sie hatte schon lange nichts Ähnliches mehr gefressen und sogar den Geruch von frischem Futter vergessen. Deshalb versuchte sie, selbst die kleinsten Krümel, die übrig geblieben waren, aufzulecken. Die lahmende Hündin lief die vertraute Straße weiter entlang, wo hinter der Ecke eines Hauses ein Mülleimer stand. Dort hoffte sie, etwas Essbares zu finden. Plötzlich hörte sie das Lachen von Kindern, hielt inne und schaute in die Richtung, aus der die Kinderstimmen zu hören waren. Die Jungen standen vor dem unfertigen Backsteinhaus, bewarfen sich mit Schneebällen und lachten. Die Hündin verstand nichts von dem, was sie taten und warum sie lachten. Sie beschloss, sich ihnen zu nähern und sie ein wenig zu beobachten. Vielleicht würden sie ja auch etwas zu fressen geben. Einer der Jungen bemerkte die Hündin und warf einen Schneeball nach ihr, traf aber nicht. Doch er erschreckte damit die Hündin, die sofort weglief. Wenn die Pfote gesund gewesen wäre, hätte sie schneller laufen können. Aber so lief sie langsam und fühlte jetzt Angst und Zorn, die ihr Herz mit rasender Geschwindigkeit schlagen ließen. Die Kinder beschlossen, das Spiel zu ändern und liefen zusammen hinter der vor ihnen weglaufenden Hündin her. Einer der Jungs warf einen Schneeball nach ihr und traf sie am Rücken. Die Hündin fiel hin. Die kleinen, aber fiesen Jungs hat das inspiriert und sie setzten ihren Spaß fort. Ein anderer Junge warf einen Schneeball, den er zuvor in der Nähe eines Hauses aufgehoben hatte. Aber dies war ein Eisklumpen, der vom Dach des Hauses gefallen war. Dieses Stück Eis traf die Hündin am Kopf. Sie fiel sofort um und aus der Wunde lief dunkelrotes Blut, das auf den weißen Schnee tropfte. Vor dem inneren Auge der Hündin erstarrte das Bild ihrer geliebten Welpen. Sie wollte zu ihnen zurückkehren. Sie wusste, dass diese auf sie warteten, auf ihre Mutter, die sie immer mit ihrem Körper wärmen würde, sie vor der Kälte beschützte, ihnen immer das Fell leckte und ihnen ihre mütterliche Liebe schenkte. Die dummen und grausamen Jungen standen neben dem sterbenden Hund und wussten nicht, was sie tun sollten. In ihren kleinen Seelen geschah etwas, was ihnen nicht ganz klar war. Die Angst und das aufkommende Gefühl der Schuld ließen sie die Hündin in ein nahes Gewässer werfen. Die Jungs wussten nicht recht, was sie taten, denn während ihres ganzen Lebens hatte ihnen niemand erklärt, was gut und böse ist. Die kleinen Welpen wussten nicht, wo ihre Mutter war, die nicht mehr zu ihnen kommen konnte. Ihre Hoffnung, ihre Mutter wiederzusehen, brach wie ein Kartenhaus zusammen.
Plötzlich kam das Mädchen um die Ecke des Hauses, das buchstäblich vor ein paar Minuten ihren Burger geopfert und die Hündin vor dem Verhungern gerettet hatte. Das Mädchen hieß Katrin. Es rannte sofort zu der Hündin, die im Wasser paddelte und die Orientierung verloren hatte. Das Mädchen hatte keine Angst vor dem eisigen Wasser, ging bis zu den Knien hinein und nahm den schweren Hund auf den Arm. Sie spürte, wie sich ihr kleines Herz vor Schmerz und Mitleid mit diesem Tier verkrampfte. Sie wusste nur, dass sie helfen musste. Sie richtete sich auf und schaute sich um, wollte Erwachsene um Hilfe bitten, aber sie sah niemanden. Da trug Katrin ganz durchnässt die verletzte Hündin nach Hause. Als das Mädchen an die Tür ihres Hauses kam, hielt es sie buchstäblich nicht mehr auf den Beinen. Die Eltern brachten ihre Tochter und das Tier ins Haus. »Papa, fahr schnell zum Tierarzt«, flehte das Mädchen. Die Eltern waren vom Zustand ihrer Tochter erschreckt. Die Mutter blieb mit dem Mädchen zu Hause. Sie hüllte Katrin in eine Decke und gab ihr warmen Tee zu trinken. Nach einer Weile kam der Vater mit dem Hund zurück. Es stellte sich heraus, dass die Wunde oberflächlich war. Der Tierarzt hatte sie genäht. Die Erwachsenen beschlossen, das Tier im Haus zu behalten, weil es nachts Frost gab und später ein neues Zuhause für die Hündin zu suchen. Das Mädchen hoffte jedoch, dass die Hündin für immer bei ihr bleiben würde und nannte sie Jessie. Aber es schien, als würde Jessie nicht in diesem warmen Haus bleiben wollen, wo sie mit der köstlichsten Mahlzeit ihres Lebens gefüttert wurde. Sie stand an der Tür und bellte laut. Katrins Mutter nahm an, dass die Hündin Gassi gehen wollte. Da ihre Tochter im kalten Wasser durchgefroren war, beschloss sie, die Hündin selbst auszuführen. Sie ging nach draußen und Jessie eilte sofort voran. Als die Frau anhielt, bellte Jessie, als wollte sie ihr etwas mitteilen. So führte die Hündin die Frau zu ihren Welpen. »Was für eine Überraschung hast du hier«, rief die Frau aus. In einem Karton schliefen 4 kleine Welpen. Nachdem sie ihre Mutter erkannten, begannen sie sofort Milch zu saugen. Die freundliche Frau nahm den Karton und trug ihn nach Hause, während Jessie schwanzwedelnd ihren Welpen und ihrem Frauchen folgte. Nach einer Weile fanden die 4 wundervollen und verspielten Hunde liebevolle Besitzer. Und Jessie blieb bei Katrin. Die Jahre vergingen und Katrin wuchs vom Mädchen zu einer jungen Frau heran. Eines Tages in den Sommerferien fuhr sie mit Freunden an einen See. Natürlich hatte sie ihre Jessie mitgenommen. Der Tag verging beim Ballspielen sehr schnell und es begann schon dunkel zu werden. Katrin beschloss, vor dem Nachhausegehen noch ein wenig zu schwimmen, sagte aber niemandem etwas. Plötzlich befielen Krämpfe Katrins Körper im tiefen Wasser und sie konnte sich nicht mehr bewegen. Alles ging so schnell, Katrin versank und konnte nicht einmal schreien. Keiner der Menschen hatte die Tragödie bemerkt. Aber Jessie passte immer auf ihr Frauchen auf. Sie lief laut bellend zu Hilfe. Da verstanden Katrins Freunde alles und sind ebenfalls gelaufen, um sie zu retten. Jessie erreichte Katrin als Erste und versuchte, die Ertrinkende mit den Zähnen festzuhalten. Einen Moment später schwamm ein junger Mann heran und konnte Katrin an Land ziehen. In der Zwischenzeit riefen die Freunde einen Krankenwagen. Es stellte sich heraus, dass das Mädchen einen Mikroinfarkt hatte. Zum Glück ging alles gut aus. Einst hatte Katrin Jessie gerettet. Und jetzt wäre mit Katrin ein Unglück geschehen, wenn Jessie nicht gewesen wäre. Das war's für heute. Schreibt eure Meinung zu dieser Ausgabe in den Kommentaren unter dem Video. Gebt dem Video ein Like und bis bald!